Ja Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute darum, welche Wünsche eben Codemasters beim Formel 1 Spiel erfüllt hatte. Ich habe ja im letzten Jahr bzw. auch Anfang von diesem Jahr insgesamt 3 Videos hochgeladen zu Wünschen von Formel 1 2021. 2 davon waren eben auch mit euren Wünschen, also von Kommentaren aus den bisherigen Videos. Und da möchte ich eben darauf eingehen, welche Wünsche eben erfüllt wurden und dann eben vielleicht auch in einem anderen Video, welche Wünsche eben noch nicht erfüllt wurden. Und ich möchte auf jeden Fall auch wieder, wie im letzten Jahr, ein Video oder mindestens mal ein Video dazu machen, welche Dinge ich mir eben noch wünsche für das nächste Formel 1 Spiel, für Formel 1 2022. Und vorab, Leute, könnt ihr auf jeden Fall gerne ein Abo dalassen, wenn ihr eben neu seid und keine weiteren Videos verpassen möchtet, im Formel 1 Bereich zum Großteil. Aber aktuell gibt es auch einige GTA Videos, also zu der Remaster Trilogie. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gerne einschalten, Leute. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Punkt. Formel 1 2021 hat ja echt einige neue Features mit reingebracht, und zwar eine ganz wichtige und große Sache war ja eben der Story-Modus, und zwar mit Breaking Point. Der war zu Beginn des Spiels vor allem sehr, sehr gehypt gewesen, aber als jeder das Ganze eben einmal durchgespielt hat, war der Hype aber auch eben nach 1-2 Wochen schon wieder vorbei. Der Story-Modus Breaking Point hat ja eben verschiedene Szenarien beinhaltet und Konflikte sowie Zwischensequenzen von eben Kasper Ackermann und eben auch der Hauptcharakter Aiden Jackson. Wir haben ja sogar beide spielen können in der ersten Saison Jackson und dann eben am Ende nochmal Kasper Ackermann, der ältere Fahrer. Zum einen mal durchzocken, muss ich sagen, war das echt sehr, sehr nice und ganz cool gemacht, und ich denke, das wird auf jeden Fall auch fortgesetzt im nächsten Formel 1 Spiel, weil er eben Aiden Jackson gerade einmal im Mittelfeld gefahren ist, bei uns eben mit AlphaTauri. Ich glaube, das beste Team, was man hätte wählen können, wäre eben Aston Martin gewesen, aber ich denke, das geht wirklich dann im nächsten Jahr auch weiter bei Formel 1 2022, weil wir eben noch nicht wirklich an einem Top-Team um den Titel gefahren sind, und es wurde ja eben auch da spekuliert, also bei unserem Beispiel mit AlphaTauri, dass eben Aiden Jackson bei Red Bull einen Vertrag bekommt. Und ich denke, das könnte echt fortgesetzt werden im nächsten Formel 1. Das war ja eben auch damals bei FIFA, bei The Journey mit Alex Hunter der Fall, wo es eben über 3 FIFA-Teile sich gezogen hat, die Story, also FIFA 17, 18 und 19 müssten das gewesen sein. Da hat Codemasters den Wunsch gut erfüllt, weil ich habe mir eben gewünscht, dass die Story ausgebaut wird und ihr eben auch. Und jetzt kommen wir zur nächsten Sache, und zwar, dass die Schwierigkeit außerhalb der Strecke anpassbar ist. Das hatte ich mir ja auch gewünscht und das kann man jetzt auch sogar tatsächlich machen. Auf jeden Fall nice, und zwar kann man eben auch einstellen, wie viele Ressourcenpunkte man bekommt. Also man kann unterschiedlich einstellen, je nachdem wie viele ich bekomme, wie viel die KI bekommt. Das habe ich ja eben in der zweiten MyTeam-Saison zum Großteil schon umgestellt, weil die KI dann doch ein bisschen langsamer in der Entwicklung war. Und was man, glaube ich, auch einstellen kann, und zwar eben auch die Finanzen, also wie viel Geld man bekommt. Das ist auch sehr, sehr gut, finde ich, dass man eben schaut und ein bisschen mehr Balancing hat, dass man nicht zu schnell das beste Auto mal wieder hat und das beste Team. Und das nächste Feature, was eben auch erfüllt wurde, und zwar war das die Moral für den Teamkollegen. Das hätte ich mir ja auch eben gewünscht, dass der Teamkollege ein variables Rating hat, also je nachdem, abhängig, ob er gerade gut drauf ist oder schlecht. Man kann ja eben auch bei diesen Aktivitäten einteilen, dass eben zum Beispiel auch die Moral hochgeht. Das gibt es ja manchmal auch. Und das fand ich auch ganz geil, dass eben sowas eingestellt wurde, die Moral für den Teamkollegen. Bei uns, ich weiß nicht, wie krasse Auswirkungen das haben kann, aber zum Beispiel als Ocon mal einige schlechten Rennen hatte, dann hat man auch gemerkt, dass die Moral eben auch gesunken ist. Außerdem wurde eben auch die KI beim Fahren ein bisschen verbessert. Das hätte ich mir ja eben auch gewünscht, dass die KI sich quasi gegenseitig beim Überholen besser vorbeikommt. Und das hat man eben auch gesehen in den letzten Folgen und vor allem auch bei der Brasilien-Folge. Ich weiß nicht genau, wie ich das mache, wann das online kommt, wann die letzte Folge in Brasilien online kommt, aber da kann ich schon mal sagen, Verstappen, der hat da den ein oder anderen Fahrer ganz gut überholt, obwohl der nicht so viel schneller gewesen ist. Und da hat Codemasters sich auf jeden Fall gebessert, also die KI kann sich gegenseitig besser überholen im Vergleich zum letzten Formel 1 Spiel. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, und zwar hatte ich mir eben gewünscht, dass es mehr zufällige Ereignisse gibt, sprich auf der Strecke, dass zum Beispiel eben der Motor kaputt geht oder sowas, und das gibt es ja tatsächlich, und zwar jetzt nicht beim Motor, aber dafür zum Beispiel ist das ERS bei mir schon 2-3 Mal ausgefallen, was ganz cool war, oder was auch der Fall gewesen ist, und zwar in Russland ist eben der Überholmodus kaputt gewesen, beziehungsweise hat eben nicht funktioniert, aber das lag eben daran, weil unser Motor schon bei über 80 oder 90% war, aber es gibt trotzdem noch immer keine zufälligen Motorschäden, was ich aber auf jeden Fall realistisch finde, weil in diesem Jahr, wann hat man überhaupt mal in Real Life einen Motorschaden gesehen? Wahrscheinlich 1-2 Mal, wenn überhaupt. Also so oft passiert das nicht. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es einen selbst trifft, ist auch wahrscheinlich bei 1%, wenn überhaupt, in einer ganzen Saison. Und das ist dann, denke ich, schon ganz gut. Also es gibt auf jeden Fall ein paar mehr zufälligere Ausfälle, was ich ganz geil finde. Und dann kommen wir zum nächsten Feature. Und zwar hatte ich mir eben auch gewünscht, dass die neuen Strecken reinkommen. Und die kamen eben auch rein.
wie zum Beispiel Imola, Jeddah, also Jeddah kam ja erst letztens in Saudi-Arabien, und eben Portimao. Jeden Monat kam eben eine neue Strecke. Istanbul fehlt leider nach wie vor und die wird aber leider auch nicht mehr reinkommen. Die Hauptsache ist eben, dass diese Strecken überhaupt reingekommen sind, und das ist doch schon mal eine Steigerung im Vergleich zum letzten Formel 1 Spiel, wo die Strecken nicht mal drin waren, obwohl die dort in Real Life gefahren sind. Eine nächste Sache, die ich mir gewünscht hatte, war eben das Interviewsystem, was eben überarbeitet werden sollte. Das wurde leider nicht komplett so gemacht, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber es gibt eben eine Änderung. Und zwar gibt es ja ganz am Anfang von der MyTeam-Karriere dieses eine Interview mit Will Buxton, was ganz cool gestaltet wurde, in diesem Paddock oder was das war, beziehungsweise der Teamzentrale. Das sah ganz cool aus, aber bei der Karriere an sich sind die Fragen bei Claire leider immer noch genau gleich. Ich glaube, die Reporterin heißt Claire, hoffentlich. Wenn nicht, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Aber was dafür überarbeitet wurde, und zwar eben im Breaking Point Story Modus, da gibt es schon ein paar mehr Locations bei den Interviews und ein paar andere interessante Sachen, aber das war eben leider nur auf den Breaking Point Modus fokussiert, deshalb gibt es diese Locations nicht in der normalen Karriere. Und der nächste Punkt war für mich eigentlich sehr, sehr wichtig, und zwar die Crash-Physik. Die wurde ja leider nur teilweise verbessert, aber immerhin wurde die verbessert, und zwar kann jetzt eben der Heckflügel ein bisschen kaputt gehen und eben die Sidepods unter anderem auch. Unterbodenschaden ist eben jetzt auch mit dabei, und das hatte ich mir eben gewünscht, dass eben auch, wenn man in die Seite irgendwie crasht oder so, dass das Auto auch ein bisschen da kaputt gehen kann. Und das wurde tatsächlich eben auch so ins Spiel implementiert. Jedoch passiert das natürlich sehr, sehr selten, vor allem am Heckflügel. Wie soll da irgendwie ein Auto an den Heckflügel drankommen, außer der hebt irgendwie ab, der Wagen. Aber ja, das ist trotzdem ganz nice. Also Sidepods und so können eben kaputt gehen. Und das hat Codemasters eben auch erfüllt, diesen Wunsch. Dann kommen wir noch zu einem Feature, und zwar ist das eben der Entwicklungsbaum, wo ich mir eben gewünscht habe, dass dieser überarbeitet wird. Er wurde zwar überarbeitet, aber allerdings zum Großteil nur mit einem neuen Design, also neu. Diese ganzen Teile sieht man ja, wie die eben aussehen, zum Beispiel beim Frontflügel-Update oder sowas. Aber an sich ist der Baum eigentlich genau gleich wie in den letzten Jahren, also fast genau gleich. Bloß man hat eben jetzt statt diese Abzweigungen, hat man eben verschiedene Stränge, wo man eben nur nach rechts immer weiterentwickeln kann. Aber trotzdem ist der Update-Baum eigentlich relativ gleich. Es gibt immer noch so um die 20 bis 24 Updates pro Abteilung, also genau das gleiche wie in den letzten Formel 1 Spielen. Wurde eben, wie gesagt, nur designtechnisch ein bisschen hübscher gestaltet. Aber Codemasters hat diesen Wunsch eben nur teilweise erfüllen können. Dann kommen wir noch zur letzten Sache, und zwar habe ich mir eben gewünscht, dass die KI ein paar mehr Fehler macht, und das wurde eben auch so ein bisschen umgesetzt, leider nicht ganz so realistisch, weil es gab ja eben Momente, wo sich die KI weggedreht hat, was ich auch als Beispiel nennen kann, und zwar Brasilien, also das letzte Rennen in der MyTeam-Karriere, ist eben mit Giovinazzi, als er sich da weggedreht hat. Das ist eben so ein Punkt, also die KI macht schon ein paar Fehler, aber leider nicht so realistisch, und genauso glaube ich Ricciardo in Silverstone oder wo das war, hat er sich eben auch weggedreht. Also es passiert zwar, aber sieht nicht so realistisch aus, und ansonsten passieren auch nicht so viele Fehler, und allgemein gibt es ja eben keine krassen Unfälle zwischen der KI meistens, außer die fährt komplett dumm, wie in Baku war das, glaube ich, als eben Verstappen, glaube ich, den Unfall hatte und dann zwei, drei Leute noch irgendwie reingecrashed sind, aber ansonsten passieren nicht so viele Fehler, also auch eben da der Punkt nur teilweise erfüllt worden. Und ja, das war es eben auch schon mit den Wünschen, die erfüllt wurden. Da merkt ihr, Leute, bei so vielen Wünschen, die ich im letzten Jahr hatte und die wir als Community hatten, da hat Codemasters eigentlich gar nicht so viel erfüllt, weil es gibt noch sehr, sehr viele Sachen, die nicht erfüllt wurden, leider. Kann ich kurz mal ein paar Themen anreißen, wie zum Beispiel eben, dass man das MyTeam-Auto freier gestalten kann, die Lackierung frei gestalten kann oder auch die Helmdesigns, Streckeneditor. Das sind nur ein paar Punkte. Da möchte ich aber, wie gesagt, eben in einem anderen Video darauf eingehen. Das Video jetzt wahrscheinlich ein bisschen kürzer geworden, aber Leute, schreibt auf jeden Fall gerne ein paar Wünsche schon mal in die Kommentare, aber das wird sowieso dann noch in einem anderen Video stärker angesprochen, und wie gesagt, da werde ich dann eben auch darauf eingehen, welche Wünsche noch nicht erfüllt wurden von Codemasters, die wir eben hatten. Was ihr auch noch gerne reinschreiben könnt, und zwar erstmal euer Fazit vielleicht zu dem Formel 1 Spiel, ob ihr das überhaupt noch spielt, das 2021er Spiel. Ich muss irgendwie ehrlicherweise zugeben, dass ich irgendwie dieses Jahr nicht so extrem motiviert war, außer halt am Anfang, so in den ersten 1-2 Monaten, aber irgendwie, finde ich, fehlt da irgendwas, ich weiß auch nicht. Beim Gameplay fand ich irgendwie letztes Jahr schon teilweise geiler, aber der WM-Kampf in der MyTeam-Karriere gegen Verstappen hat doch noch extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen, aber irgendwie fehlt mir trotzdem so gameplay-technisch irgendetwas. Also Leute, da könnt ihr auch, wie gesagt, gerne euer Fazit zum Spiel nochmal in die Kommentare schreiben. Und ja Leute, dann würde ich sagen, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr eben neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Ja, das war's eben mit dem Video. Eigentlich ganz nice, nochmal so ein Fazit ziehen, welche Wünsche Codemasters eben erfüllt hat, welche nicht. Und damit Leute, würde ich sagen, sehen wir uns bei einem anderen Video. Haut rein, habt noch einen schönen Tag und ciao!